Gelähmte sollen wieder gehen, Blinde wieder sehen können und alle neurologischen Probleme sollen gelöst werden. Nicht weniger als das verspricht Elon Musk. Erreichen will er das mit dem Brain-Machine-Interface seiner Firma Neuralink. Und das Hirnimplantat könnte schon dieses Jahr an Menschen getestet werden. Aber welche technischen Hürden müssen dafür noch überwunden werden? Wer hat überhaupt Interesse an so einem Gerät in seinem Kopf? Und sind seine Versprechen wirklich glaubwürdig? Wir haben einen Neurowissenschaftler mit über 10 Jahren Erfahrung gefragt, dieses Video hier für uns zu recherchieren. Und was er dabei gefunden hat, reicht von potenziell bahnbrechenden Innovationen über moralisch fragwürdige Versprechen bis hin zu komplettem Wahnsinn. Wieso Neuralink die Medizin nicht revolutionieren wird, darum geht es heute. Vor ein paar Wochen haben wir ein ganzes Video zum Thema Artensterben gemacht. Wenn euch unser Planet auch so am Herzen liegt wie uns und ihr die beeindruckende Arbeit von Artenschützern sehen wollt, die gerade Europas größtes Säugetier vom Aussterben zurückbringen, dann bleibt unbedingt bis zum Ende dieses Videos hier dran. Dann empfehle ich euch nämlich ein ganz besonderes Video, das mich total umgehauen hat. Neuralink soll ein generelles Full-Brain-Machine-Interface bauen. Ein Gerät, das man in den Schädel einsetzt und das über viele tausend Elektroden mit Neuronen im gesamten Gehirn kommuniziert. Eine künstliche Intelligenz soll noch im implantierten Gerät die Signale verarbeiten und komprimiert über eine kabellose Verbindung an dein Smartphone weitergeben. Apps auf dem Handy wiederum können das Interface anweisen, bestimmte Neuronen anzuregen oder zu hemmen. Der Mensch soll so gedankenschnell mit Maschinen kommunizieren können und die Maschine soll dem Menschen bei seinen Gehirnfunktionen helfen, was auch immer das bedeutet. Das Prinzip ist nicht grundsätzlich neu. Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer werden seit den 1990er Jahren für Forschungszwecke entwickelt. Wegen der ethischen Bedenken kommen für solche Experimente aber nur wenige ausgewählte Patienten oder Patientinnen in Frage. Noch weniger stimmen zu. Denn der Eingriff ist gesundheitlich sehr riskant. Weltweit wurden bisher weniger als 40 Menschen BMIs eingepflanzt. Das will Neuralink ändern. Ihr System soll so zuverlässig und sicher werden, dass Menschen es sich sogar als Lifestyle-Gerät einpflanzen würden. Und es soll viel leistungsfähiger sein als die aktuelle Technologie. Und direkt mal vorweg, die Neurowissenschaft beobachtet das Unternehmen mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite sind die technischen Innovationen natürlich hilfreich, um die Forschungsarbeit zu erleichtern. Zu den medizinischen Heilsversprechen, Lähmung, Alzheimer, Depressionen sind die Expertenmeinungen allerdings differenzierter. Aber kommen wir erstmal zum technischen Teil. Die erste Zielmarke ist, das System abzulösen, das im Moment für die Forschung benutzt wird. Das Utah Array mit dem Neuroport von BlackRock Neurotech. Das ist gar nicht so schwierig, denn die Nachfrage nach BMIs ist wie gesagt extrem gering und die für eine Zulassung notwendigen Sicherheitsnachweise sind teuer. Dem Utah Array Konkurrenz zu machen ist also nicht wirtschaftlich und deswegen macht es auch keiner. Entsprechend hat das Utah Array auch noch den Charme der Jahrtausendwende. Ein sperriger Adapter, der Neuroport, ist am Schädel befestigt und ein dickes Kabel verbindet das Interface mit dem Computer. Der Port führt dabei auch durch eine offene Wunde am Kopf. Das bedeutet ein ständiges Risiko für lebensgefährliche Entzündungen im Gehirn. Neuralinks N1-Prototyp ist da ein großer Schritt vorwärts. Das kleine runde Gerät wird in den Schädel integriert und kommuniziert per Bluetooth. Keine Kabel, keine offenen Wunden. Das macht das Leben für die Versuchspersonen natürlich viel einfacher und sicherer. Das neue Design hat aber auch seine eigenen technischen Schwierigkeiten. Bluetooth hat zu wenig Bandbreite, um das Rohsignal zu übertragen. Deshalb muss ein großer Teil der Signalverarbeitung auf dem Implantat selber stattfinden. Dadurch wird das Gerät aber heiß, was für das Gehirn gefährlich werden kann. N1 hat aktuell 1024 Aufnahmekanäle für einzelne Elektroden. Damit ziehen sie mit dem Utah Array gleich und sie haben angekündigt, bald über 16.000 Kanäle in das Implantat zu integrieren, ohne es zu vergrößern. Für die Hirnforschung ist das ein feuchter Traum, denn bisher bleiben BMIs meist unter 1024 Kanälen. Aber bevor wir uns zu sehr freuen, verarbeiten kann das N1 davon erst 64 Kanäle gleichzeitig. Ganz besonders innovativ sind Neuralinks Elektroden. Das Utah Array hat starre Elektroden, die aus einer Platine hervorstehen. Sieht so ein bisschen aus wie ein sehr kleines Nagelbrett. Bei jeder Bewegung können Platine und Elektroden Mikroverletzungen verursachen, die vernarben. Das Narbengewebe isoliert dann die Elektroden und macht sie nutzlos. Neuralink verwendet deshalb Electrode Threads, also fadenförmige Elektroden.
Die sind so dünn und flexibel, dass sie sich mit dem Gehirn bewegen. Das soll schonender sein und die Lebensdauer des Geräts verlängern. Aber das ist noch nicht alles. Auch die Implantation ist revolutionär. Für das Utah Array muss ein Chirurg ein Loch in den Schädel und die mehrschichtige Schutzhaut des Gehirns schneiden. Die Elektroden werden dann mit Druckluft ins Gehirn gestempelt quasi. Neuralink entwickelt stattdessen einen Roboter, der viel präziser, schonender und schneller arbeiten kann. Jede Elektrode wird einzeln eingepflanzt, ohne Blutgefäße zu verletzen. Die Schädel-OP ist noch in der Entwicklung, aber für das Einsetzen der Elektroden wird der Roboter jetzt schon genutzt. Neben der Vernarbung ist auch das stark korrodierende, feucht-salzige Milieu im Körper ein Problem. Ein Implantat, das jahrzehntelang funktionsfähig bleiben soll, darf sich ja nicht mit der Zeit auflösen. Das Utah Array ist bisher maximal 9 Jahre in Benutzung. So lange gibt es Neuralink noch gar nicht. Immerhin soll das N1 mehr als 1,5 Jahre lang in einem Versuchstier funktioniert haben. Andere Tiere tragen das Implantat, laut eigenen Angaben, seit fast 1 Jahr ohne Funktionseinschränkungen. Wie häufig ein implantiertes N1 aber versagt hat, das sagt uns Neuralink nicht. Das Thema Tierversuche ist für Neuralink auch ziemlich heikel. Mitarbeiter haben schwere Vorwürfe gegen die Firma erhoben, dass das Tierwohl vernachlässigt worden sein soll. Unter anderem der Leistungsdruck durch Elon Musk soll dazu führen, dass viele Tiere unnötigerweise leiden und sterben. Wie immer findet ihr alle Quellen von uns unten in der Videobeschreibung. Solange das Verfahren noch andauert, möchten wir das nicht weiter kommentieren. Solche Vorwürfe werden oft erhoben, manchmal zu Unrecht und manchmal zu Recht. Neuralink ist jedenfalls darauf bedacht, zu erklären, wie sie Tierversuche vermeiden. Zum Beispiel testen sie die Langlebigkeit des Implantats nicht in Tieren, sondern in speziellen Testbehältern. Dort läuft die Korrosion 4-mal so schnell wie im Körper. Basierend auf diesen Tests könnte ein Neuralink-Implantat 8 Jahre funktionsfähig bleiben. Neuralink hat bereits 2020 demonstriert, dass der Grundstein für ein modernes und leistungsstarkes BMI gelegt ist. Und technologisch ist Neuralinks Interface auf dem Weg, neue Standards zu setzen. Für die neurowissenschaftliche Grundlagenforschung ist es, je nach Forschungsfrage, etwas unpraktisch, dass man keinen Zugriff auf die Rohdaten hat, aber für die Entwicklung medizinischer Anwendungen muss das kein Hindernis sein. Als Forschungsgerät könnte Neuralinks Interface das Utah Array vielleicht bald ablösen. Okay, die Hardware ist also ziemlich cool und beeindruckend. Aber wie sieht es mit der medizinischen Anwendung aus? Wird Neuralinks Interface Menschen mit neurologischen und psychiatrischen Problemen helfen können? Der Mind-Pong-spielende Rhesusaffe hat nicht nur gezeigt, dass Neuralinks Interface funktioniert. Er demonstriert auch die mögliche Anwendung als Ersatz für Maus und Tastatur für gelähmte Menschen. Neuralinks Konkurrenz, Synchron, entwickelt schon ein BMI speziell dafür. Seit 2021 testen sie ihr Gerät erfolgreich in Menschen. Allerdings ist die telepathische Steuerung bei beiden Systemen viel langsamer und schwieriger als die Bedienung mit der Hand. Also nichts für performancebewusste Gamer wie mich zum Beispiel. Neuralinks Entwickler reden auch gern von Plug and Play, aber so einfach wie das klingt, wird es wohl nie werden. Das derzeitige System bei Neuralink hat eine KI, die lernen muss, die Aktivitätsmuster im Gehirn den Handbewegungen zuzuweisen. Für jeden Menschen muss das neu trainiert werden. Gelähmte Menschen können die Handbewegungen aber nicht machen, was das Training schwieriger und langwieriger macht. Auch der Mensch muss dann den Umgang mit einem BMI erstmal lernen. Außerdem gibt es sichere und preisgünstigere Alternativen. Man kann zum Beispiel flache Elektrodenarrays außen auf die Hirnhaut legen. Oder man bringt Elektroden auf der Kopfhaut an, ganz ohne Operation. Das habe ich zum Beispiel schon mal gemacht. Man kann auch elektrische Signale von Muskelkontraktionen benutzen, anstatt Nervenimpulsen. Das Gehirn bleibt dabei dann ganz unangetastet. Eine ähnliche Anwendung, die Neuralink verfolgt, ist die Überbrückung von Rückenmarksverletzungen. Dabei steuert man keine Prothese oder Computer, sondern ein zweites Implantat im Rückenmark unterhalb der Verletzung an. Wenn das zweite Implantat die richtigen Neuronen in der richtigen Reihenfolge stimuliert, ruft das Bewegungen von Armen und Beinen hervor. Mit so einem System könnten Gelähmte also vielleicht ihre Beweglichkeit zurückerlangen. Neuralinks Interface könnte auch Seh- oder Hörgeschädigten helfen. Hierbei werden Signale aus einer Kamera oder einem Mikrofon erst übersetzt und dann in den entsprechenden Teil des Gehirns übertragen. Für Hörbehinderte gibt es das schon. Neuralink und einige ihrer Konkurrenten arbeiten derzeit an einem System für Sehbehinderte. Ein anderer Ansatz wäre, die Netzhaut mit einem Chip zu ersetzen. Was besser ist, kommt darauf an, ob das Problem im Auge oder im Sehnerv liegt. Für die Anwendung im Cortex ist die zielgenaue Stimulation durch die Elektroden extrem wichtig. Das Problem: die elektrischen Signale breiten sich im Gehirn aus.
Elon Musk räumt selbst ein, dass jede Stimulation hunderte bis tausende Neuronen gleichzeitig erwischt. In der Forschung wird das Problem gelöst, indem man Elektroden mit einem großen elektrischen Widerstand in direkten Kontakt mit einem Neuron bringt und dann vorsichtig festsaugt. Die kleinste Erschütterung kann diesen Kontakt aber wieder lösen. Für ein BMI ist das keine brauchbare Methode. Und die Electrode-Threads haben laut Neuralink auch eher einen kleinen Widerstand. Okay, also diesen Teil über Neuroprothesen mal zusammengefasst. Neuralink wird vermutlich mit bereits existierenden Lösungen gleichziehen. Weil es aber für einige Anwendungen preisgünstigere und sicherere Konkurrenz gibt, wird die Nachfrage wahrscheinlich sehr gering ausfallen. Nur bei schweren Behinderungen, die andere technische Lösungen ausschließen, würden sich Betroffene ein Loch in den Kopf fräsen lassen, vorausgesetzt jemand bezahlt das dann auch. Es gibt aber auch Anwendungen, da kommt man um Gehirn-OPs einfach nicht herum. Die tiefe Hirnstimulation. Sehr schwere Fälle von Epilepsie, bestimmten Bewegungsstörungen, Parkinson und sogar Zwangsstörungen werden manchmal mit Hirnschrittmachern behandelt. Dafür werden recht große Elektroden eingesetzt, die dann durchgehend mit einer hohen Frequenz eine bestimmte Hirnregion stimulieren. Das lindert die Symptome. Warum, weiß man noch gar nicht. Und schaltet man das Gerät ab, kehren die Symptome sofort zurück. Auch für eine Reihe weiterer Krankheiten forscht man an der Wirksamkeit von DBS, Deep Brain Stimulation. Zum Beispiel soll es in manchen Fällen das Gedächtnis von Alzheimer-Patienten verbessert haben. Aber überprüft und abgesichert sind diese Ergebnisse noch nicht. Eine ernstzunehmende Therapiemethode ist noch gar nicht in Sicht. Eignet sich Neuralinks Interface überhaupt als DBS-Gerät? Auf der einen Seite sind die Elektrodenfäden viel dünner als die üblichen DBS-Elektroden. Es könnten also mehr Elektroden in das betroffene Hirngebiet implantiert werden, ohne die Gesundheitsrisiken zu erhöhen. Für die Forschung sicherlich praktisch. Auf der anderen Seite braucht es kein aufwendiges Brain-Machine-Interface für so eine Dauerstimulierung. Die verhältnismäßig einfachen und robusten Hirnschrittmacher halten durchschnittlich 15 Jahre, also viel länger als jedes BMI bisher. Neuralinks Interface ist für die tiefe Hirnstimulation und die Prothesen nicht grundsätzlich ungeeignet. Andere Technologien sind zwar auch nicht perfekt, aber bisher zumindest noch sicherer, zuverlässiger und preisgünstiger. Ob so ein generelles Brain-Machine-Interface also eine echte Konkurrenz für spezialisierte Technologien werden kann? Weiß ich nicht, Digga. Bisher ist Neuralinks Ansatz ganz spannend. Nicht wirklich bahnbrechend, aber ein evolutionärer Schritt nach vorne für die Hirnforschung. Unseriös sind aber Elon Musks Versprechen, auch jedes andere Problem im Nervensystem mit dem BMI zu lösen. Skeptisch sollte man schon deshalb sein, weil wir bei den meisten Erkrankungen und Störungen des Nervensystems noch gar nicht wissen, was da passiert. Elon Musk möchte auch das Gedächtnis in die Cloud auslagern. Sicherlich wird Neuralinks Interface Aktivitätsmuster speichern und wieder abspielen können. Stimulationen an der richtigen Stelle können auch eine Erinnerung wieder hervorbringen. Aber da sich Gehirn und Gedächtnis laufend verändern, wird das kaum so einfach und zuverlässig funktionieren, wie sich Science-Fiction-Fans das so vorstellen. Auch die Idee, dass das Interface irgendwann Gemütserkrankungen und genetische Störungen wie Autismus reparieren soll, finden wir bedenklich. Denn das würde bedeuten, dass man über ein Handy Gefühle und Denkweisen eines Menschen beeinflussen kann. Und der Gedanke ist ziemlich scary. Neuralinks Interface könnte in der Hirnforschung zu einem wichtigen Werkzeug werden. Super spannend sind auch die Ansätze, behinderten Menschen zu helfen, Computer und Prothesen zu steuern oder Rückenmarksverletzungen zu überbrücken. Auch wenn man befürchten muss, dass die Nachfrage dafür gering bleibt, einfach weil es da schon zuverlässige, sichere und preiswerte Alternativen gibt. Elon Musks Versprechen sind also teils realistisch, teils bauen sie aber auch auf Ideen in der medizinischen Forschung, die noch gar nicht hinreichend geprüft worden sind. Und solange das nicht klar ist, sind die Versprechen in dieser Hinsicht leider Bullshit. Da, wo die Versprechen zumindest nicht komplett unseriös sind, erscheint uns das N1, also der Prototyp, nicht die optimale Lösung zu sein. Aus Sicht der betroffenen Menschen. Und ich glaube, das liegt daran, dass es für einen ganz anderen Zweck erdacht worden ist. Nämlich für Musks Idee, Mensch und künstliche Intelligenz zu verschmelzen. Davon redet er nämlich bei jedem Neuralink-Update und jedem Interview zu dem Thema. Die medizinischen Anwendungen sind da eher eine nachträgliche Idee. Schließlich muss man die Entwicklung ja auch irgendwie rechtfertigen. Vor Ethikkommissionen, vor Investoren und vor potenziellen Mitarbeitern und Projektpartnern. Insgesamt halten wir vor allem die Langzeitpläne für ein Full-Brain-Machine-Interface, das man mit dem Telefon kontrollieren kann, für gefährlich.
Jetzt gerade wird bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde geprüft, ob Neuralink sein Implantat an Menschen testen darf. Die Entscheidung wird in den nächsten Monaten erwartet und wir halten euch natürlich hier auf dem Kanal auf dem Laufenden. Und jetzt noch eine ganz persönliche Videoempfehlung von mir. Ihr wisst, dass mir Artenschutz am Herzen liegt. Wenn ihr ein sehr spannendes und informatives Video über die wichtige Pionierarbeit von Artenschützern sehen wollt, dann schaut euch dieses Video hier von unseren Freunden bei Planet Wild an. Sie haben sich auf die Suche nach Europas größtem Landsäugetier gemacht, um es zu schützen. Das europäische Bison galt bereits als ausgestorben und erlebt nun ein überraschendes Comeback. Und es spielt eine deutlich größere Rolle für unsere Ökosysteme, als ich mir jemals vorgestellt hätte. Planet Wild ist eine neue Initiative, bei der ich selbst auch involviert bin und der jeder beitreten kann, der selbst etwas für den Schutz des Planeten tun möchte. Die Community finanziert weltweite Pionierarbeit zur Rettung bedrohter Tierarten, dem Erhalt von Urwäldern und dem Schutz der Ozeane. Das Planet Wild Team setzt dann jeden Monat im Namen der Community diese Missionen um und berichtet darin in Videos wie halt diesem hier. Falls ihr schon immer der Natur etwas zurückgeben wolltet, aber vielleicht bisher noch nicht wusstet wie, dann solltet ihr euch auf jeden Fall jetzt Planet Wild anschauen. Ab 5 Euro im Monat könnt ihr selbst Teil der Community werden und dann jeden Monat sehen, was wir gemeinsam bewegen können. Das Ganze gibt's dann in unterhaltsamen, transparenten und faktenreichen YouTube-Videos. Schaut's euch an und wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig. Euer Cedric.